Oh, wie brav er guckt, so. Hilf mir. Ja. Also, man muss drauf 48 Minuten gleich aufgenommen. Erst meine Fresse. Ja, nö, bin eigentlich ganz froh. Ei? Feiris, guck hier nochmal alle durch. Ich mach das schon. Ja, das wäre wirklich nett. Denn wir können die Krabbenscheren gut gebrauchen. Und damit Eola. schneiden wir dann nachher vor Grimm die Rückenhaare. Ich mach das schon. Oder ein Schandbart, falls er wieder irgendwelchen Mist baut. Aber Morfu-Stacheln. sicher. Ja, also wo wir heute hinkommen, wenn wir hiermit fertig sind, ich denke mal, ich habe irgendwie dunkel in Erinnerung, dass es hier nicht so einfach ist, diese ganze Geschichte zu Ich mach das beenden. schon. Da war irgendwas. Irgendein Dir nach. Rätselelement fehlte. Hier rennt der doch nicht nach. Nee. So, meine Guten. Zusammenziehen. Wie mein Gaumen, wenn ich in eine Zitrone beiße. Ja, der Bär ist noch eine Weile am Start, aber die Schilde unserer Magier. Nee. Ich habe schon wieder auf Ei. OBS geklickt. Ich bin echt so Armer froh, dass Tod. das nicht irgendwie abbricht. Weißt du noch, wenn bei Drakensang man aus dem Bildschirm rauskam, Was? dann. Also wenn man den Spielbildschirm verließ, dann brach die Aufnahme ab. Was habe ich da vor? Komm her. Der Stiesel kann doch keine. Der ist doch noch schlimmer beim Pflanzenpflücken wahrscheinlich als der Honk. Da, mach. Digga. Krabbenhöhle. Ach, Dankeschön. Weißt du, gleich von Anfang an, dass die erste Kräuterigkeit, die der Honk pflücken soll, ne? Und was macht er? Faile die Fail, Fail. So, hier geht's mal nicht lang. Nö, hier ist mal Alpha-Wand, 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 Alpha all the way. Oh, what fun it is to run into the Alpha-Wand. Oh, hey, hey, Alpha-Wand, Alpha-Wand. Weißt du was? Zieht euch mal ein bisschen zurück, meine Freunde. So hierhin. Denn ich vermute mal, wenn der grimmende Zwerg hier, warte mal, vor Grimm. Was? Ich hätte, ja. Es heißt auch für dich, wie bitte. So viel Zeit muss sein. Wasch dich mal. Du dreckiger Zwergenarsch. Entschuldigung. Ist so. Der stinkt wie Bär, ey. Hat er jetzt? Ach, guck mal, er stinkt nicht mehr. Unser Vorgrimm stinkt nicht mehr, das ist schon so lange her. Unser Vorgrimm stinkt nicht mehr, das ist so lange her. Eben noch. Es ist noch nicht lange her, da stank der Vorgrimm wie ein Bär. Vorgrimm, Vorgrimm, der stinke Krabbenbär. Was? Ich rede ein Kram hier. Ja, wie gesagt, ich bin irgendwie nicht gut drauf heute eigentlich. Du wirst es nicht glauben, aber. Weißt du, eine gute Freundin, die sagte mal, für die Leute, die es nicht wissen, mein Spitzname ist Sonny. Freunde kennen mich unter diesem Namen. Honk ist nur mein Künstlername hier als Let's Player. Eine Freundin sagte mal zu mir, Sonny, wenn man wissen will, wie scheiße es dir geht, dann muss man nur gucken, wie viele Witze du machst. Na? Denn, ja. Ja. Ich krieg das recht gut hin. Weißt du, ich bin so nach dem Motto, das ist nur eine Fleischwunde, ne? Also wenn es um Seelenaua geht und so. Ja. Und nein, ein Mann ist kein Schwächling, wenn er seelisch verletzbar ist. Das ist eher ein Zeichen von großer Stärke eigentlich. Ja, hört sich komisch an. Für dich vielleicht, für mich nicht. Ja, unser Bär ist gerade in die Ei? ewigen Jagdgründe gefahren. Hier, mach mal neuen. Wir machen uns einen neuen Bär. Hilfreiche Tatze. Ja, das ist gut. Die hilfreiche Katze ist wieder am Start. Nee, also sowas wie Depression kommt eigentlich nur dadurch zustande, dass ein Mensch zu lange stark war. Zu lange Dinge abgekriegt hat, die eigentlich
nicht artgerecht, also keine artgerechte Haltung des Menschen, sagen wir so. Och, Moorfüßchen, Moorfüßchen, Moorfüßchen. Warte mal, ihr Lieben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo was war. Zieht euch mal alle, und zwar wirklich alle, nach hier hinten zurück. Denn die Moorfüßchen, die sind ja langsam. Die sind ja so klein und langsam und kuschelig, moorfüßig, weich. Weiche. Weiche, weiche, weiche. Halt, kein Feuer. Kein Feuer. Das habe ich durchs Durchgucken realisiert, dass das keine gute Idee ist. Dass die nämlich überhaupt gar keinen Schaden nehmen, die Moorfüßchen, wenn man ihnen mit Feuerchen kommt, ne? Habe ich übrigens hier durch Madame Sanyasala eigentlich hauptsächlich gesehen, weil die nämlich keinen Feuerzauber hat. Warum eigentlich nicht? Ei. Ich brate mir ein Ei. Oh wei, oh wei, oh wei. Und hol mir ein Geweih. So, der Vorgrim kann erstmal hier hinten bleiben. Fulminictus. Wow, Digga. Stern. Der Bär ist aber echt mutig. Der rennt da nach vorne und macht die Scheuße klar. Jetzt bin ich eben so rübergekommen in den OBS-Bildschirm, dass da jetzt das Zuschneideding ist. Hoffe, das macht nichts. Naja. In ein paar Minuten mache ich sowieso mal eine kleine Pause. Wie immer gesagt, ich möchte das eigentlich so auf halbe Stunde, eine Stunde 20 Minuten, also so auf 20 Minuten Grenzen halten. So, jetzt gebe ich mal nur Fulminictus drauf. Und die Dame hier kann auch nochmal, wenn sie kann, nochmal ordentlich ein Fulmin draufsetzen. Habe ich das schon mal gesagt, in der alten Nordland-Trilogie erinnere ich mich dran, dass da die Zauberer Fulmin gerufen haben, wenn sie einen Fulminictus gemacht haben. Also da, hier Schicksalsklinge und Sternenschweif und so. Ach, waren das Zeiten. Und ich überlege ja noch, ob ich das vielleicht auch Let's Playe, obwohl das halt wirklich grafisch nicht, ne? Also kann man eigentlich heute nicht anbieten. Das ist unanständig, sag nicht sowas. Du bist ein liebes Mädchen. Sind das zwei Moorfüßchen? Ja. Ja, das sind weiche Moorfüßchen. Ach, ich liebe das. Guck mal. So, dann. Huch, Macht. Oh, Moorfüßchen kriegt Pfeil. Moorfüßchen hat gebrochene Knochen. Och, das arme Viech. Wie geht's dem Bär? Bär ist vergiftet. Hardcore. Was macht der Bär? Ich glaube, wir brauchen gleich einen neuen Bären. Ohne Bär ist es halb so schwer, oder was? Nee, das natürlich nicht. So. Eben mal dran denken, die Moorfüßchen sind zu nass, um Feuerschaden zu nehmen. Also was? Ich habe mir das so zurechtgestoppelt. Ich lasse den Bären da mal verkommen. Weißt du was? Dann schicke ich den Vorgrim auch mal an die Front. Ja. Vorgrim, du stehst da schon viel zu lange faul in der Gegend rum. Wird mal wieder Zeit, dass du anfängst zu stinken, Alter. Angriff! Ja. Und Stieselchen. Ach, Stieselchen, mein Stieselchen! So, du kannst auch mal hier den. Komm, Pareo. Wie Herr Kittenkurmler richtig gesagt hat. Es war Just, der Kampfmagier. Stern. Och. Ist der schon hinüber, der Morfu? Da kommt noch mehr. So, ich möchte erstmal, dass die Madame Sanyasala nicht mehr zaubert. Aus welchen Gründen? Kann ich dir sagen? Aus welchen Gründen kann ich dir sagen, sobald ich hier irgendwie... Komm, komm! Komm, Pario. Ja.
Du wirst das nie so schön sagen wie Jost. Und gelinge im Schein der Marder. Ich weiß gar nicht, was er sonst noch irgendwie gesagt hat. Ich müsste mir mal das alles... Also sie soll erstmal nicht zaubern, sondern erstmal nur die Bogenpfeile verwenden, weil wir nämlich wieder einen Bären brauchen. Sie hat immer so einen schönen Bären, die Kleine. Was habe ich gesagt gerade? Oh, guck mal, die pumpen sich so auf, die Moorfüßchen. Und explodieren dann Pfeile aus sich raus. Sieht so aus. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Bei Angrosch Fahrt! Bei Angrosch Fahrt, ja. Er sagt das tatsächlich. Oder der Voice Actor hatte ein Zahnproblem. Und soll ich es euch jetzt schon erzählen? Ich will eigentlich ein separates Video dafür machen. Und das wird wahrscheinlich vor diesem hier kommen. Und deswegen macht es jetzt eigentlich gar keinen Sinn. Ergibt es gar keinen Sinn, hier groß darüber zu reden. Ja, es wird mit großer Wahrscheinlichkeit demnächst... Die Moorfüßchen haben nichts zum Ausplündern. Was? Moment mal. Du bist doch die Tierkadaverin. Kadaverin, was? Moment. Ja, kannst du häuten die? Ja, das ist schön. Moorfußstacheln holen? Ja. Oh, dann viele Moorfüßchen stacheln. Warum sind die nicht plünderbar? Die Kockviecher. Kockviecher, was? Schwanzviecher? Was rede ich? Janni, ich wollte gerade anfangen zu erzählen. Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit demnächst weniger Videos auf diesem Kanal geben. Ich habe nämlich eine karrieremäßige Entscheidung vollzogen, dass ich an einem Projekt arbeite, das mir ein wenig mehr finanzielle Freiheit gibt. Allerdings dafür meine Möglichkeiten, über meine Zeit frei zu verfügen, geflissentlich einschränkt. Was dazu führt, dass ich halt weniger Zeit habe, um für YouTube hier Videos aufzunehmen. Ich kann sogar sagen, in 2 Tagen geht es los. Ich werde da gut beschäftigt sein in diesem Projekt. Es ist eine Herzensangelegenheit. Na? Nein, kein eigenes Projekt. Mehr geht es. Also mehr geht euch eigentlich nichts an. Muss ich einfach mal so sagen. Also nö, sozusagen muss ich da auch mal so sagen, dass das... dass weitere Details nichts für die Öffentlichkeit sind. Aus Gründen. So, wir sollten hier mal wieder für die... für Brot und Butter sorgen. Und das... Hilfreiche Tatze. Ja, Armatrutz und die hilfreiche Tatze. Ach, was? Ist das nicht schön? So, vor Grimmchen geht mal eine Runde vor oder grimmt mal vor. So wie er das gewohnt ist. So. Was haben wir denn hier? Warte. Jetzt ist die Frage, was ist der Hauptgang? Oder gibt es hier überhaupt einen? Lass mich schauen. Also das wird es wahrscheinlich nicht sein, weil da oben geht es ja nur... Entschuldigung. Hier muss ich keine Hand vor den Mund halten, wenn ich huste. Dann huste ich mir sowieso nur den Schleim in die Hand und schmier den auf die Tastatur. Geht, ist das eklig? Wie kann er sowas sagen? Ja, ein Einsturz. Ja, wen interessiert denn das? Sag mal, wie viel hat er denn jetzt schon am Feuermös hier? Wisst ihr noch? Ein ganzes Glas Feuermöspulver, genau, Feuermöspulver. Alter, na? Feuermös. warum lasse ich eigentlich das schwächste Glied, hat Glied gesagt, in der Kette nach vorne marschieren? Morphus oder Krabben? Das ist hier die Frage. Oh, ist das hier verwinkelt? Heute, das schreit Falle hier, ne? Ja, also wenn wir hier weglaufen müssen, wird das ein Spaß. Alter E-Pferd-Tempel. Weißt du, was ein E-Pferd ist? Ne?
Früher gab es ja noch richtige Pferde, ne? So wie man auch früher als richtiger Mann noch richtige Marlboros geraucht hat, ne? Und keine E-Zigarette. So, Morphüschen voraus, habe ich gesehen. Ja, Bär macht sich schon auf den Weg. Bär kommt wieder her. Bär kommt wieder her. Aha. Nö, die Moorfüßchen denken gar nicht dran. An Scheuse, ne? Ach, da kommt das Moorfüßchen. Guck mal, da kommt das Was? Moorfüßchen an. Diese Keule, ne? Komme ich nicht drauf klar. Digga! Angriff! So, wie viel aufgenommen? Och, das geht sich aus, Angriff! wie der Horsti sagen würde. Horsti, du guckst hier noch, ne? Ja, natürlich guckt der Horst hier noch. Allerdings würde ich dem Horst die nicht empfehlen, vorzuschauen, weil dann spoilerst du dir ja alles, Tja. Horst. Aber vielleicht willst du das ja auch, ne? Du alter Nachmacher. Hoho! Ja. Der Horst die macht mir ja alles in Komm Minecraft schon! nach. Nicht böse Komm, gemeint. komm! Aber Ja? was? Aber weißt du, der Wahrheit muss auch die Ehre gegeben werden. Die Wahrheit macht uns frei, Horste. Fulminictus! Ja, das Moorfüßchen hat dann mal existiert. Och, ich sehe noch mehr. So, komm. Aber sicher. Komm, Pario. Oh, wie viele Morphu-Stacheln. Guckt euch das an. Warte mal. Stacheln Morphu können mit einer Armbrust verschossen werden. Einfach so. Hatten wir Vorgrim schon eine Armbrust verschafft? Oder Ja. harrt er noch dieser? Ich glaube, er harrt dieser noch. Harr, harr. Nein, 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 nein. Warte mal. Das ist ja jetzt Ja? falsch. Morphu-Stacheln nehmen. Lass mich mal schauen. Im Inventar des guten Vorgrim. Ja? Nein, hat er keine Armbrust. Ich muss ihm unbedingt eine Armbrust besorgen, weil ich will ihn zum Armbrustschützen machen und Morphu-Stacheln damit verschießen. Digga, mit Vergiftungsschaden. Ich glaube, das ist mal sowas von geil. Vor allen Dingen, weil wir die Muni ja hier in Ei. Abundance, wie man so schön sagt, kriegen. Weiche. Ja, die sind weich. Schieß die mal, damit die hier ankommt. Die kleine Moorfüßchen. So, und jetzt kannst du ihr auch gleich noch mehr geben hier. Sanyasa. Ja, das ist Waia. wundervoll. Ja. Weiche. Bei ihr heißt ja so viel wie Strand. Also zumindest, ich glaube, Spanisch war das so. Guck mal, das Moorfüßchen, das hat gar keine Chance. Oh, das ist ja schon bedauernswert. Das arme Ich Viech. mach das schon. So weich und kuschelig und schleimig und mit Giftstechelchen ausgerüstet. Uiuiuiui. Oh, Alter, ne? Und vor allen Dingen, die haben so. Ah! Vögelchen, bleibt hier. So, ich hatte mich gerade ein klein wenig verdreht, ja. Oh, komm. Dreimal Fulminictus. Ja? Und schon geht das. Und wenn Ha! dann noch der Bär nach vorne läuft. Weiche! Achtung! Ich habe da ja mal so einen Unsinnstext geschrieben auf Madeira. Da kommt ein Bär mit einem Hintern hinten dran, so ein Hintern Mann oh Mann an so einem Bär so hinten dran. Ich weiß nicht, es war völlig unsinnig, aber da haut er dann noch mal einen Fulminictus auf das tote arme Tier. So, ja. Was? Wenn ich heute ein bisschen nicht so ganz bei der Sache bin, dann vergebet mir, liebe Brüder und Schwestern. Ich muss mal kurz den. Fuck, ich sehe gar nichts hinter dieser Facecam. Halt!
Hui, da ist ja noch eine. Ja. Ja. Nö, ich will hier kein Risiko eingehen. Wir wollen ja nicht unnötig Ghoulmond verbraten. Ja, Horsti, hast du das inzwischen auf die Kette gekriegt, wie man den Giftschaden wegkriegt? Ja, das muss. Also sag mir ruhig, wenn es nicht klar ist, dann werde ich dir das gerne nochmal erklären. Ich bin da immer wieder zu bereit.